Jonas, herzliche Gratulation. 3-0 in Hartberg. Nicht alltäglich. Wie gut tut so ein Sieg nach der Länderspielpause? Ja, so ein Sieg tut sehr gut nach einer ein-, zweiwöchigen Pause. Wir haben uns gut vorbereitet und wir sind überglücklich über den Sieg. Was war hauptausschlaggebend deiner Meinung nach, dass so ein sicherer und ich glaube auch in der Höhe verdienter Sieg war? Ja, ich glaube, wir haben hinten sehr wenig zulassen. Wir waren sehr solide hinten und vorne haben wir die Chancen gemacht. Ein Grille mit einem Triplepack ist überragend und ich glaube, kann man nichts mehr sagen. Für dich war es auch ein besonderes Spiel heute, 100. Pflichtspiel für Rapid. Marke, die nicht jeder erreicht, bei dir sehr schnell gegangen. War es eines deiner schönsten Spiele? Ja, also 100 Jahre, also 100 Spiele Jubiläum ist immer schön. Das hat man eher selten, würde ich mal sagen. Das Einzige, was noch schöner war, war im Stadion daheim. Aber kann man nichts dagegen sagen. Aber das 101. ist dann wieder in der Steiermark, gleich am Mittwoch in Leoben. Ich weiß, es ist kurz nach dem Bundesligaspiel, aber zwei, drei Sätze schon zum Semifinale im Cup. Wir wollen ja unbedingt wieder ins Finale, ne? Ja, also das merkt man jetzt schon, die Energie ist da. Wir wollen alle ins Cup-Finale, merkt man auch bei den Fans. Wir werden uns jetzt zwei Tage kurz vorbereiten und dann werden wir runterfahren und das Spiel gewinnen. Das hoffen wir alle. Gratulation nochmal und danke. Danke. Marco, relativ lange Pause seit dem letzten Spiel und dann gleich dreimal getroffen. Ich glaube, das ist eine Premiere für dich im Profifußball. Ja, ist wirklich eine Premiere. Also es war das erste Mal, eben, dass ich drei Tore geschossen habe. Und ja, freue mich natürlich voll, vor allem, dass wir auch das Spiel gewonnen haben. Und ja, wichtig ist, dass wir das Selbstvertrauen, was wir heute vielleicht dankt haben, auch in den nächsten Wochen mitnehmen. Und ja, auch das ein bisschen besser spielen wie heute. Wir waren heute, glaube ich, nicht so gut, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber im Endeffekt heute hat das Ergebnis zählt und das hat passt. Wenn wir die Aufstellung bekommen haben, warst du ganz vorne quasi als Stoßstürmer. Jetzt wirst du es deinem Trainer schwer machen, dass er es wieder umstellt, wenn du gleich mal dreimal triffst. Nein, glaube ich nicht. Also, wenn der Burgi natürlich wieder dabei ist, dann ist er ganz klar der Einserstürmer. Das wissen wir alle. Und ja, also ich habe mich wohl gefühlt vorne, aber ich glaube trotzdem, dass eben vielleicht die linke Seite meine Seite ist, sagen wir so. Alles klar. Du hast schon angesprochen, Mittwoch geht es wieder in die Steiermark, nach Leoben, im Cup. Wie wichtig ist auch so ein klarer und, glaube ich, auch in der Höhe verdienter Sieg auch für das Selbstvertrauen im Semifinale? Ja, natürlich ist es wichtig. Also, es ist immer schwierig im Cup und wir wollen da von Anfang an konzentriert auftreten und zu 100% den Kampf annehmen und eben dann das Spiel gewinnen. Dann ja, wird es ganz gut ausschauen, dass wir da im Finale sind. Wunderbar. Dann Gratulation nochmal und ich gehe davon aus, der heutige Matchball, der bleibt bei dir. So ist es. Danke. Trainer, herzlichen Glückwunsch. Zweites Spiel in der Meistergruppe. Wieder kein Gegentor, aber diesmal auch drei Tore auf der Habenseite. Rundum zufrieden heute? Ja, rundum ist man selten zufrieden, aber im Endeffekt, wenn wir 3-0 auswärts in Hartberg gewinnen, dann müssen wir nicht anfangen, das Haar in der Suppe zu suchen. Wir haben, denke ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Im ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen, da hat man nicht so viele Situationen, aber die wir hatten, die waren extrem gefährlich. Jede Situation, die wir Richtung Tor gespielt haben, war gut. Und deswegen glaube ich am Ende auch ein schöner Sieg, der sehr gut tut. Trainer hebt meistens sehr ungern einzelne Spieler heraus, aber bei einem 3-0 mit einem Torschützen, Triplepack, Krüller, muss man natürlich fragen. Heute auch für dich der Man of the Match. Und hast du ihm das zugetraut? Du hast ihn ja ganz vorne als Stoßstürmer, kann man ruhig sagen, aufgestellt. Das erste Mal in deiner Ära. Ja, wir wussten, dass er das spielen kann. Er selber hat auch gesagt, dass er sich das zutraut und dass er Lust drauf hat. Das ist immer wichtig, dass die Spieler das selber wollen und möchten. Und mit seinen tiefen Laufwegen, auch mit seinen Läufen an der Absetzlinie, mit seinem guten Torabschluss wusste man, dass er da gefährlich sein kann. Gerade heute in dem Spiel, wo es eher darauf ankommt, die Situation, die wir haben, zielstrebig zum Tor zu spielen, glaube ich, hat es ganz gut gepasst und freut mich extrem für ihn, dass er jetzt nach der Zeit, wo er nicht am Platz war, uns so direkt helfen konnte, sich selber auch da belohnt hat. Er war im Training schon gut drauf und deswegen einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, glaube ich, für ihn und auch für uns als Mannschaft. Auf Bilanzen gibst du oft nicht so viel, wenn ich die Pressekonferenz frage, aber trotzdem, du weißt, das war der höchste Sieg für dich in einem Pflichtspiel als Rapid-Sieger, als Rapid-Trainer. Tut das auch persönlich ein bisschen gut oder ist egal, Hauptsache die 3 Punkte? Ja, Hauptsache 3 Punkte, ist, kann man so sagen, aber wir wollen natürlich auch in den Spielen irgendwo klare Siege einfahren, ist klar, aber heute haben wir zu 0 gespielt, was sehr gut ist, haben gut verteidigt, haben 3 Tore gemacht, 3 schöne Tore, muss man sagen, gut rausgespielt, auch den Elfmeter vorher gut vorbereitet, deswegen passt das schon ganz gut, ob es jetzt der höchste Sieg ist, ist eigentlich völlig uninteressant, sonst geht es darum, dass wir 3 Punkte auf der Habenseite haben, 3 Tore, hilft uns in der Tabelle, jetzt haben wir eine gute Ausgangssituation. Und am Mittwoch geht es ja schon weiter, wieder in die Steiermark, dieses Mal im anderen Bewerb, im Pokal. Auch für den Kopf wichtig, wenn man 3 Tage, 4 Tage vorher spielt und doch, ich glaube, auch in der Höhe so verdient auswärts gewinnt?
ja, wird natürlich eine Umstellung wieder, wird ein schwieriges Spiel. Auswärts beim Zweitligisten, die gut drauf sind, eine hitzige Atmosphäre, Abendspiel. Wir haben nur 2 Tage Pause zur Regeneration. Deswegen sind einfach bestimmte Umstände, die wir annehmen müssen, die wir auch gut, glaube ich, verarbeiten können. Und wichtig wird sein, dass wir jetzt den Sieg einordnen, dass wir den auch genießen, aber dass wir dann ab morgen auch wieder Fokus komplett aufs Cup-Halbfinale haben. Und wichtig, du hast jetzt wieder alle zusammen, es waren ja doch einige Tage, viele Spieler bei den diversen Nationalteams, war gar nicht so einfach wahrscheinlich zu vorbereiten hier auf das schwere Pflaster Hartberg. Du warst das erste Mal da, für dich ist ein leichtes Pflaster, aber wir wissen aus der Vergangenheit, da ist oft schon sehr, sehr hart gewesen. Ja, wir wussten, dass es ein unangenehmes Spiel werden kann und dafür haben wir es gut gelöst. Wir hatten dann ab Donnerstag alle Jungs wieder zusammen am Platz, das war gut, da konnten wir 3 Tage uns gezielt vorbereiten. Jetzt kommt der Bogi noch zurück, ist wieder spielberechtigt, was es natürlich noch mehr Optionen gibt einfach. Da freuen wir uns, auch heute sind wir gut durchgekommen ohne Verletzung und wir brauchen alle Spieler im Kader. Jetzt gerade in den nächsten Wochen werden viele enge Abstände zwischen den Spielen folgen und da brauchen wir alle Jungs. Dann nochmal herzliche Gratulation und auf ein neues am Mittwoch. Danke, danke.